mit Blasmusik, der Bayernhymne und dem BFV-Präsidenten geht es rein in die neue Saison mit dem offiziellen Eröffnungsspiel in Albstadt. Die waren in der Premierensaison der Regionalliga Bayern starker Fünfter, jetzt zum Auftakt gegen Drittliga-Absteiger Unterhaching mit dem neuen Star auf der Trainerbank Sandro Wagner. Tolle Konstellation. Die Gäste trotz deutlicher Kaderverjüngung der Favorit. Doch Überraschung, Überraschung, Hälfte 1 gehörte klar dem Außenseiter. Drei Hochkaräter verzeichneten die Grabfelder im ersten Abschnitt vor den zugelassenen 1000 Zuschauern in der MGN Arena. Bereits nach 5 Minuten hätte der durchgebrochene Timo Pitter die Führung erzielen können, sein Abschluss aber letztlich mit zu wenig Schmackes. Ähnliche Situation dann in der 28. Minute. Wieder Fehler im Aufbau der Hachinger und Albstadt schaltet ruckzuck um. Mike Dellinger muss hier eigentlich das 1:0 für die Hausherren machen. Und 6 Zeigeumdrehungen später klopfen sie dann sogar richtig an am Gehäuse von Alex Weidinger. Aber der Schuss von Ben Müller prallt von der Unterkante der Latte zurück ins Feld. Keine Frage, eine Führung der Albstädter, die auch ansonsten noch 3-4 im Ansatz richtig gefährliche Situationen hatten, wäre hochverdient gewesen. Und nach der Pause ging's zunächst so weiter. 47. Minute, der nächste Lattenknaller für die Hausherren. Wieder Müller, wieder Aluminium, diesmal allerdings die Oberkante. Insgesamt sah das Spiel der Gäste im zweiten Abschnitt aber etwas stabiler aus, ohne dass sie wirklich gefährlich wurden. Dieser Kopfball hier, die einzige wirkliche Torannäherung, Gefahr, sieht allerdings anders aus. So wie zum Beispiel in der 69. Minute dieses Ding von Pitter. Zum wiederholten Male finden die Gastgeber die Schnittstelle in der Hachinger Defensive, aber Felix Göttlicher rettet mit einer Monstergrätsche das 0:0. Und das sollte bis zum Ende Bestand haben, weil Albstadt nun auch sein Pulver ziemlich verschossen hatte. Und so endet das erste Spiel der neuen Saison torlos. Sicherlich glücklich für Haching, denn Albstadt war hier das deutlich gefährlichere Team. Dann ein Riesenkompliment an die Albstädter Mannschaft, an Viktor, den Trainern. Hat eine sehr gute Raumaufteilung, eine gute Einstellung zum Spiel, haben unsere stärksten Leute gut aus dem Spiel genommen. Wir kamen kaum in gefährliche Szenen, kaum in gefährliche Räume. Der Punkt ist für meine junge Mannschaft gut und wichtig für die Entwicklung. Dem Spiel selber, glaube ich, muss Unterhaching heute mehr froh sein, mit einem Unentschieden nach Hause zu gehen als Albstadt. Vor dem Spiel hat man mir gesagt, Albstadt wird nach dem Spiel Tabellenführer sein. Ich glaube, man hat mit 3 Punkten geliebäugelt, aber dieser eine Punkt ist hoch verdient und waren tolle Chancen dabei. Wobei die zweite Halbzeit jetzt dann sehr viel ausgeglichener war und wenn man nicht das Albstadt ist, kann man auch sagen, dass das Ergebnis dann vielleicht doch am Ende auch einigermaßen in Ordnung geht. Für Wagner bleibt die Erkenntnis, dass noch viel zu tun ist, wenn seine Mannschaft ein ernsthafter Kandidat für den direkten Wiederaufstieg sein will. Und mit Albstadt ist auch in dieser Saison wieder zu rechnen.